15 Punkte in Biologie in der Oberstufe, so geht's. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Biologie war eins der meistgewünschtesten Fächer für unsere 15-Punkt-Reihe, und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und habe jetzt die besten 5 Tipps nur für euch. Erstens, Fachbegriffe beherrschen. Hierzu eine kleine Story, wie peinlich das Ganze werden kann, wenn man sie eben nicht beherrscht. Es war vielleicht in der 8. Klasse, ich glaube, Sexualkunde, ja. Und ich werde jetzt seinen Namen nicht sagen. Aber ein ehemaliger Mitschüler, diejenigen, die mit mir in der Klasse waren und auch in meiner Schule sind, werde ich sagen, oh shit, um wen geht's? Aber wir waren in der 8. Klasse, Sexualkunde, und dann kam die Frage, wie man es denn bezeichnet, wenn eine Samenzelle mit der Eizelle verschmilzt. Seine Antwort: Kernschmelze. Ja, das war seine Antwort. Die Mitarbeitsnote könnt ihr euch denken, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, weil so gut kann sie nicht ausgefallen sein. Und ihr kennt das natürlich selbst, ja. Bio ist einfach alles voll mit irgendwelchen Fachbegriffen, egal ob es um eine Zelle, den Körper, sonst irgendwas geht. Alles ist voll mit Fachbegriffen, deswegen hab die wirklich drauf, weil das sind einfach deine Grundbausteine, die du brauchst, und wenn du die nicht drauf hast, kann es entweder sau peinlich werden, aber vor allem kann es auch einfach nicht mit den richtig guten Noten klappen, die wir einfach haben wollen. Deswegen mein Ratschlag in dieser Hinsicht: versuch wirklich von Anfang an so viel mit Fachbegriffen auch zu arbeiten, also verwende sie in deinen eigenen Notizen, deinen eigenen Zusammenfassungen, versuch dich auch gleich in Fachbegriffen auszudrücken, vielleicht wirst du mal einen falsch sagen, aber das ist gerade in den ersten Stunden, wo eine Thematik besprochen wird, gar nicht so schlimm, weil du lernst es ja gerade erst. Wo es dann peinlich ist, wenn du es in der 4., 5. oder 6. Stunde immer noch nicht drauf hast, weil verwende sie so oft wie möglich, dann wird es auch vollkommen normal. Und vor allem ganz wichtig, dein Kopf ersetzt im Prinzip das normale Wort, was man vielleicht auch dazu sagen könnte, innerlich sofort mit dem Fachbegriff. Das heißt, für dich wird dann irgendwann der Fachbegriff einfacher als das normale Wort. Du wirst dich einfach immer sehr eloquent ausdrücken. Es wird immer einen extrem guten Eindruck beim Lehrer machen, wenn du diese Wörter verwendest. Deswegen verwende sie so schnell wie möglich und dann hast du die auch safe drin. Zweitens, Zusammenfassungen wiederholt schreiben. Und das ist gar nicht als Teil von der AA-Methode gemeint, sondern wirklich einfach speziell für Biologie, dass es da einfach super wichtig ist, dass du die Zusammenfassungen nicht nur einmal schreibst und dann immer wieder durchliest. Und es bringt auch gar nicht so viel, mit dem Stoff zu arbeiten. Ist natürlich auch in Bio wichtig, aber wie gesagt, wir gehen hier in dieser 15-Punkte-Reihe immer auch auf die fächerspezifischen Unterschiede ein. Und in Bio ist es einfach so, dass du sehr viele Dinge auswendig lernen musst. Das ist so. Dann ist es natürlich sehr gut, wenn du mit dem Stoff schon arbeitest, in Form von Übungsaufgaben und Anwendungen. Das ist natürlich sehr wichtig. Aber manche Dinge kann man auch gar nicht so viel anwenden oder die Aufgaben sind gar nicht dafür da. Sprich, es ist einfach wirklich wichtig, dass du auch gerade in Biologie manchmal auch nur sehr oft wiederholst. Und da ist es eben wichtig, dass du es eben nicht immer wieder nur durchliest, sondern es auch wirklich immer wieder aufschreibst. Wenn du es aufschreibst, verarbeitest du es wieder viel, viel tiefer. Du schreibst die ganzen Fachbegriffe neu. Du weißt dann nämlich auch, wie die Fachbegriffe genau geschrieben werden, nicht nur wie sie heißen. Wenn du weißt, wie sie heißt, und vor allem auch, wenn du weißt, wie sie geschrieben werden, dann fällt es zum Beispiel auch viel leichter, die Fragen in der Klausur zu verstehen. Ja, in Bio gibt es einfach oft Fragen, die einfach schon voraussetzen, dass du weißt, was ist es für ein Fachbegriff und wie wird er geschrieben. Und wenn du das nicht drauf hast, dass du dann die Aufgabe gar nicht richtig beantworten kannst, und das wäre natürlich super, super ärgerlich. Deswegen schreib sie öfter, dann kommt es auch wirklich in deinen Kopf rein und dann bist du auch bestens vorbereitet. Sollte es bei dir aber, weil die Klausur echt drückt, gerade sehr, sehr dringend sein, dann check unbedingt hier rechts oben mein Video "Viel auswendig lernen in kurzer Zeit" ab. Das hat sehr vielen schon oft den Arsch gerettet. Jetzt geht's aber weiter mit Punkt 3. Immer in Transferdenken. Das ist nämlich in meinen Augen einer der größten Fehler, die man in Bio machen kann, der gerade dadurch entspringt, durch das, was ich gerade bei zweitens gesagt habe. Ja, du musst in Bio sehr, sehr viel auswendig lernen, aber nur, weil du in Bio grundsätzlich, um überhaupt mal mitreden zu können, sehr, sehr viel auswendig lernen musst, heißt das nicht, dass nur weil du die Sachen auswendig kannst, du schon 15 Punkte bekommst oder auch 13 oder 14, sondern du musst trotzdem Dinge anwenden und in einen Zusammenhang bringen können. Das heißt, wenn du schon deine Zusammenfassungen immer wieder schreibst, zum Beispiel auch, oder auch das immer wieder durchliest, denk dich aktiv in den Transfer rein. Ja, zum Beispiel, wenn du gerade eine Tierzelle versus eine Pflanzenzelle lernst, dann
versuch da nicht nur die auswendig zu merken, was ist in der Tierzelle drin und was ist in der Pflanzenzelle drin, sondern versuch doch auch wirklich einfach mal direkt die Vergleiche zu finden. Was ist denn in beiden Zellen drin? Was ist in der einen Zelle drin und in der anderen Zelle nicht? Warum? Was ist der Unterschied? Was hat es für einen Vorteil? Was hat es für einen Nachteil? Sofort so zu denken, dann ist auch dieses ganze Auswendiglernen nicht mehr so trocken, sondern es wird irgendwie frischer, weil du aktiv damit arbeitest. Viertens, alles aufzeichnen. Und das ist gerade bei solchen Dingen wie eben einer Zelle super wertvoll, weil du hast ja ganz oft einfach Dinge, die du direkt aufzeichnen kannst. Und wenn du da wieder nur linear, so funktioniert unser Kopf nicht, wenn du einfach nur lineare Text schreibst, die Pflanzenzelle macht bla 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 oder auch nur in Stichpunkten. Es ist lange nicht so gehirngerecht, wie wenn du es einfach ausgetierst. Also anstatt dir wirklich die Sachen auswendig runterzurattern, versuch wirklich das Ganze aufzuzeichnen. So sieht die Tierzelle aus oder so sieht die Tierzelle aus, so sieht die Pflanzenzelle aus und boom, dann ist es schon viel leichter drin, weil du es dir irgendwann visuell vorstellen kannst und dann ist es sowas von abgespeichert, dass du es eigentlich nicht mehr vergessen kannst. Und jetzt noch ein bisschen Motivation zum Abschluss. Fünftens, du bist Biologie. Und das ist wirklich einer der Faktoren, wo ich sagen muss, ey, das ist in meinen Augen der absolute Hauptgrund, warum Biologie so unfassbar spannend ist und warum ich zum Beispiel auch noch so viel mehr darüber lernen möchte. Du selbst bist Biologie. Dein ganzer Körper ist Biologie. Was du atmest, Biologie ist ja die Lehre des Lebens. Ja? All das, was wir sind, das ist Biologie. Und wenn du das mal erkennst, dann ist es eigentlich so krass und es ist auch so geil, was wir dann in der Schule in Bezug auf dieses Thema alles lernen dürfen. Deswegen unbedingt, 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 unbedingt beschäftige dich damit. Ja, auch wenn du das Gefühl hast, ey, es ist so viel und es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Es wird garantiert in den nächsten Jahren Momente geben, wo du denkst, geil, dass ich das lerne. Ah ja, stimmt, das habe ich so schon mal gelernt, das habe ich so schon mal gehört. Mega, mega, mega cool. Deswegen setz dich hin, viel Spaß beim Lernen. Ich wünsche dir das Allerbeste und vor allem viel wichtiger, glaube ich an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.